Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier bei LR19, bekannt über Thüringen, Version 3.1.01. Ich werde mal weiterfahren zum globalen Markt und mir den Rest Dünger kaufen und dann nochmal den Saatgut holen, was ich noch kaufen muss. Ich habe es ja normal stark verkauft. Und umgekehrt will ich ja hier meinen Weizen und Gerste auf dem globalen Markt verkaufen. Da müsste ich jetzt aber demnächst mal im Getreide zur Brauerei fahren, ne? Auf dem Marsch. Und da mittlerweile habe ich noch einen Bestand vom alten Jahr. Ups. Ja, ich gucke gerade so ein Aufnahmeprogramm. Soll man nicht machen, ne? Baut noch Unfall hier. Zum Glück ist das nichts real, ne? Jetzt mal werden wir anders reinfahren, von vorne. Ich finde im Feld einfach mehr Platz zum Rausfahren. Ja, der globale Markt ist sehr eng. Mit großen Fahrzeugen hat man sicherlich Probleme. Aber gut, so ist das reell eben auch, ne? Nicht alles ist groß und geräumig, sondern so wie hier, ja, Platz sparen, ne? Wie man oft sagt, die Gebäude sind halt, oder die Straßen, sind den Fahrzeugen nicht mehr gewachsen, ne? Weil ältere Gebäude sind, plötzlich sind die Straßen und Wege und Hallen dann zu klein, ne? Weil die Traktoren und Anhänger doch von der Größe gewaltig zugenommen haben. Aber sicherlich irgendwann ist auch da von der Größe her ihre Grenzen gesetzt, zwecks Straßenbreite und so, ne? Auch vom Gewicht her. Ja, mit Dünger habe ich nicht, das ist also. Ja, Deutsch-Schweizer Agrarservice. Wer das eingibt auf zum Suchen, der findet da den Forum, ne? Da kann jeder mal Fragen stellen, wenn er Fragen hat, und wird auch im Forum sehr gut schnell geantwortet, ne? Aber man kann auch einfach reinschauen und oft findet man schon die richtige Antwort. Immer nette Kollegen dabei, die helfen. Aber auch Kaster persönlich macht das ganz gerne. Und stellt die den Fragen, ne? Was die Karte angeht und seinen Fahrzeug und Mods hier hat. Oh. Ja, 18 Uhr schon wieder. Also ingame, ne? Ja, Viertel sechs ist bei mir auch schon wieder. Stellt immer so fest. Ja, ist halt so. Ja, der Traktor ist sehr schnell. Das merkt man auch eine Straße. Und schwer unter Kontrolle hat, ne? Abbremsen. Tja, Saatgut noch kaufen. Das ist ganz wichtig, dass wir hier, wenn wir Aussaat machen wollen hier, irgendwann, ne? Großen Stil, dann brauchen wir Saatgut. Da muss noch mehr, also muss auch noch eine Marsch produziert werden, ne? Weil da brauche ich auch Saatgut. Das ganze Problem ist das nicht, aber wie gesagt, das muss halt erst produziert werden, ne? Oh mein Mais. Nicht schön. Aber ich glaube, ich habe die Frostzerstörung ausgemacht, glaube ich.
Deswegen kann Autoreifen überhaupt nicht fahren, ne? Ich würde sofort irgendwo einen Baum kleben oder so. Aber die haben, glaube ich, gedrosselt auf 70 km/h oder so. So, Dünger. Und dann gleich nochmal los, Sarko kaufen. Mistfahrer. Steht schon wieder. Strom müsste ich eigentlich noch eingeben, aber gut. Vielleicht eh die Gülle die bessere war, in Anführungszeichen. Ich muss mir überlegen, ob ich hier, ja gut, Gülle kann man ja ein bisschen, Quatsch, hier, die Milch kann man auch im globalen Markt verkaufen. Aber da muss ich auch noch im globalen Markt die Milch jetzt zur Molkerei bringen. Lassen. Also mit Förderband, das ist ein bisschen besser für, wenn man in den Stall reinfahren möchte, ne? So, was ist los hier? Kein Bock heute. Ja, wie gesagt, das ist ungünstig, ne? Wahrscheinlich war auch nichts mehr in Reichweite gewesen, obwohl es eigentlich normalerweise. Ja, der schaltet sich davon aus, der Bruder. Beziehungsweise. Ein bisschen aufpassen mit rechts, werfe ich das weg. Ja, viel ist es ja eh nicht mehr. Aber so halt, dass wir dann die BGH halt entsprechend beliefern. Unsere Gärreste bekommen, wie wir haben wollen. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich keinen Mist auflade. Das will ich gar nicht haben. So, auf zum. Ja, der ist auch schon bei. Schon. Gut geschafft. Ja, da muss ich eh nacharbeiten. Jetzt wird es so kommen. Ich muss kurz überholen. Und kommen hier ein Knick. Ja, sicherlich werde ich noch Dünger und Saatgut noch mal da verkaufen müssen. Aber da die Produktion läuft ja da. Ja, nur wenn ich spiele, ne? Oh, oh, oh. Die Sämaschine ist fertig. Well. Mal schauen, ob die Rechnung stimmte. Und wenn, ist auch egal. Können wir eh nichts machen, was nicht in Haut. Oh, da ist auch noch was drin. Feld kaufen. Ich überlege wegen Rübenfeld. Das mal zu kaufen. Mal gucken. Hier oben. Auch Gerste. Oh, hier unten eine Rüben, glaube ich. Und die 54 wäre nicht schlecht. 26.
Luzerne. Hat der Bauer viel gemacht. Ich habe auch ein Feld mit Luzerne. Ich wollte mal testen. Wegen Silage. Aber das ist noch nicht so weit. Ne? Das ist noch länger her als meins. Vom Reifegrad her. Da links ist auch Gerste. Kann man ja theoretisch, wenn man die Gerste verkauft haben, dann theoretisch auch dann das Geld nachher die Felder noch kaufen. Theoretisch. Wenn es für den Dünger nicht drauf geht, ne? So, da sind wir da. Folge Nummer 4. Wahnsinn, Donnerstag. Nächste Woche Spätschicht. Gott sei Dank mal eine Woche ausschlafen. Also ich bin von der Frühschicht und früher aufstehen vor allen Dingen, ne? Das ist ja eine Katastrophe. So. Dann brauchen wir wie Dünger. Saatgut. Noch mehr Dünger da gehabt? Was wäre jetzt? Naja, lustig ist es schon, ne? Stroh haben wir 5 Millionen. Aber wie gesagt, da habe ich alles hier verkauft, ne? Ich habe hier fleißig gefahren. Und alles wegen Umzug, ne? Alles Rennanlage. Das war auch eine Fahrerei, aber wie gesagt, hat ja auch reif gemacht, ne? Vom Feld gesammelt, Sammelwagen und dann auch teilweise mit Ballen sammeln und so Gerät. Also gepresst mit Ballen. Achso, Ballen habe ich auch noch sammeln. Oh. Den können wir mal zum Hof fahren. Alt 0. Hinfahren lassen, ne? Wenn er voll ist, ich fahre mal auf die Straße oder kommt er hier klar und kommt raus. Mal schauen. Ist ja eigentlich theoretisch. Also Abladen ist da eingezeichnet. Aber WLAN nicht. Okay. Macht ja nichts, ne? Den Punkt könnte man zur Not ergänzen. So, ich wollte ja noch sehen, dass wir das hier die Reste da arbeiten. Und ihn kurz mal entlassen. Er wird ja sonst Geld kosten auf Dauer, ne? Ist zwar kein Vermögen, aber wenn man so 7-8 Fahrer hat, ist ja schon doch zu merken. So, nix. Ja, das kommt hin mit den 3000. 1000 Mal noch was. Aber wie gesagt, das ist mir auch egal. Aber wir müssen trotzdem hier zusehen, dass wir die Ecken und Kanten nochmal nachgearbeitet. Gerade bei Gras und so, ne? Bei ist das schon ganz gut, wenn überall die Aussaat erfolgt ist, ne? So, nächste Ecke. Da hätte ich vielleicht Schaf mitnehmen sollen, also die Variante Schaf Aussaat, also dann wäre es vielleicht nicht so dramatisch gewesen. Aber Striegel, das wollte ich noch machen, das ist ganz wichtig. Unsere Kleeflächen da. Die Reste wegkommen, ne? Gerade Klee, Luzerne, aber Pferdegras. Muss ich schauen. Da wäre schon fast zu spät.
könnte da ja auch theoretisch mit Dings arbeiten. Mit Sammelwagen und dann Silo fahren. Das geht auch. Jetzt kann er nicht mehr meckern, dass jemand rum. Dass ich noch geflügt bin oder nicht. Dann an einigen Stellen meckert er sowieso dann noch, weil da kriegt man einen großen Schreck. Muss geflügt werden. Aber die Tarns in Österreich auch viel so eine Ecken und Kanten mit, wo es hügelig ist, also extrem. Klappen. Ja, bei Gelegenheit wird zurückfahren, ne? Beziehungsweise die Option nachher schon lassen für die Aussaat von den Getreidefeldern. So. Unser Bruder ist angekommen hier mit unserem Saatgut. Kleine Erleichterung. Im Grunde ein ungünstiger Punkt zum Hinschicken, weil es kann sein, dass es da doch öfter mal im Wege steht. Ne? Ja, die Silos werde ich eigentlich nicht nutzen. Eigentlich, aber als Badenlager ganz gut. So. Mal hier unsere. Mit mal hier ausmachen. Stört doch ein bisschen, ne? Mit viel. Ja, morgen ist angesagt, Futter der Tiere. In-game. Und jetzt fahre ich zum. Die Wahlen wollen eingesammelt werden. Mensch, so viel Arbeit. Bis zu weit weg, ne? Nee, doch nicht. Überlegen. Können wir nebenbei kaufen, ne? Wenn das war der Pflanzenschutz. Striegel brauche ich. Ein Striegel für wegen dem Flüge. Da Striegel. Habe ich einen großen? Ja. Puh, puh, puh. 24 Meter und der hat 21. Mal was anderes, ne? Ja. Haben wir gekauft. Wir müssen eh noch mal los und bei Gelegenheit mal noch mal den Sack gut nachholen. Wir fahren jetzt zum Händler. Aber vorher sagt mal tschüss, ciao ciao. Und mal dickes Dankeschön fürs fleißig reinschauen. Ja, morgen ist Freitag, ne? Auf das Beste, dass die Woche geschafft ist. Mal tschüss, winke winke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.